Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich meine Handschuhe stricke. Wenn man die Technik kennt und schon mit Nadelspiel oder mit Magic Loop gestrickt hat, geht es ganz schnell. Ich stricke mit der Bingo Melange von Lana Grossa 100% Schulwolle. Die Farbnummer ist 220. Den Link findet ihr in der Infobox. Dazu nehme ich ein 4,5er Nadelspiel. Einen Handschuh habe ich schon gestrickt und das ist von der Wolle noch übrig. Also zwei Knäule reichen für ein Paar. Auf der 10x10 cm Maschenprobe habe ich 17 Maschen und 33 Reihen. Der Umfang meiner Handfläche ist 18 cm. 18 cm sind bei mir 30,6 Maschen. Das ist nicht durch 4 teilbar. Also runde ich auf 32 auf. Von oben gesehen sieht meine Hand so aus. Die 32 Maschen wären dann 8 Maschen pro Finger. Zwischen den Fingern werde ich immer 2 Maschen aufnehmen. Aber auf den 2 Seiten nehme ich keine auf, deshalb rechne ich schon ganz am Anfang je eine Masche an den Seiten dazu. So werde ich alle Finger mit der gleichen Maschenzahl stricken. Ich werde 36 Maschen aufnehmen. Nachdem ich die Maschen aufgenommen und auf 4 Nadeln verteilt habe, stricke ich das Bündchen. Ich kontrolliere, ob nichts verdreht ist. Und die ersten 2 Maschen stricke ich immer mit den 2 Fäden ab. Ich finde es einfacher so. Ich stricke das Bündchen mit 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. Wenn das Bündchen fertig ist, werden Maschen für den Daumen zugenommen. Vom Handgelenk über den ganzen Daumen hoch. Bei mir sind das 6 cm. Wenn ich mir von oben das Stück anschaue, sehe ich, es werden am Ende der zweiten Nadel und am Anfang der dritten Nadel Maschen zugenommen. Laut meiner Maschenprobe entsprechen 6 cm 19 Reihen, also auf diesen 19 Reihen werde ich zunehmen. Wie viele Maschen werden zugenommen? Ein Drittel der Maschenzahl, bei mir also 12 Maschen. Es werden immer 2 Maschen pro Reihe zugenommen, in meinem Fall dann 6 Mal.
in der zweiten, fünften, achten und so weiter Reihe. Ich bin jetzt in der zweiten Reihe. Ich werde mit einem Umschlag zunehmen, den ich in der nächsten Reihe verschränkt abstricke. Ihr könnt aber auch aus dem Querfaden eine Masche herausstricken. Am Ende der zweiten Nadel nehme ich zu. Vor der letzten Masche einen Umschlag und noch die letzte Masche abstricken. Auf der dritten Nadel nach der ersten Masche einen Umschlag und weiter stricken. In der nächsten Reihe werden diese Umschläge rechts verschränkt abgestrickt, also von oben einstechen und den hinteren Maschenfaden abstricken. In der fünften Reihe zeige ich nochmal. Bei meiner Methode werde ich immer vor der letzten Masche und nach der ersten Masche zunehmen. Es gibt bei dem Daumen auch eine andere Art. Für mich ist aber diese Methode einfacher. Also ich stricke hier auch bis zu der letzten Masche. Vor der letzten Masche ein Umschlag und die letzte Masche abstricken. Auf der dritten Nadel die erste Masche rechts, ein Umschlag und weiter stricken. In der nächsten Reihe werden diese Umschläge wieder rechts verschränkt abgestrickt. Ich stricke die Zunahmen fertig und dann zeige ich, wie es weitergeht. Wenn ich mit den Zunahmen für die Daumen fertig bin, lege ich die zugenommenen Maschen auf einen Hilfsfaden. Bei mir waren es 12 Maschen. Und ohne diese Maschen werde ich weiter stricken. Ich fange die Reihe an. Und wenn ich bei diesen Maschen angelangt bin, nehme ich sie auf den Hilfsfaden.
Mit der Anfangsmaschenzahl stricke ich den Handschuh weiter, damit über dem Daumen später keine Lücken entstehen, werde ich zwei Maschen auf der linken Nadel aufnehmen. Dafür wende ich die Arbeit, die linken Maschen schauen zu mir und ich stricke aus der ersten Masche eine heraus. Lege ich sie zurück auf die linke Nadel und aus dieser stricke ich noch eine Masche heraus. Die erste Masche ziehe ich fest an, damit der Übergang schön wird. Diese zwei Maschen, die ich jetzt angeschlagen habe, werde ich in der nächsten Reihe wieder abnehmen. Sonst stimmt die Maschenzahl für die Hand und den Finger nicht. Dieses mache ich wie folgt. Die erste zugenommene Masche stricke ich mit der letzten Masche der Nadel zusammen und die zweite zugenommene Masche mit der ersten Masche der nächsten Nadel zusammen. Ich zeige euch gleich. Also, hier sind die zwei zugenommenen Maschen. Die erste stricke ich mit der letzten Masche zusammen. Die zweite zugenommene Masche stricke ich mit der ersten Masche zusammen. Jetzt kann ich so lange stricken, bis ich den Anfang des kleinen Fingers erreicht habe. Ich stricke den kleinen Finger weiter. Die Maschen der restlichen drei Finger lege ich auf einen Hilfsfaden, sowohl vorne als auch hinten. Die Maschen des kleinen Fingers lege ich erst auf zwei Nadeln. In meinem Fall je 5 Maschen, damit zwischen den Fingern keine Lücken entstehen, schlage ich hier 2 Maschen an.
So, und jetzt kann ich mit dem Finger anfangen. Die letzte Masche nehme ich auf eine neue Nadel auf, so wird der Maschenanschlag einfacher. Ich wickele den Faden auf meinen Daumen und stecke die Nadel von unten ein. Die erste Masche der nächsten Nadel stricke ich noch ab, so wird der Übergang schöner. Ich stricke den Finger so lange, bis die Wolle meine Fingerspitze zudeckt. Bei der Anprobe solltet ihr darauf achten, dass der Anfang wirklich ganz unten zwischen den Fingern ist, sonst wird der Handschuh zu kurz. Ich stricke nur eine Abnahmereihe. Dabei stecke ich jeweils zwei Maschen zusammen. Wenn die Reihe fertig ist, schneide ich den Faden ab und mit einer stumpfen Nadel ziehe ich ihn durch die Maschen, natürlich der Reihe nach. Alle Fäden werden am Schluss vernäht. Der kleine Finger ist fertig. Ihr seht, die restlichen drei Finger sind ein bisschen höher. Deshalb nehme ich jetzt alle Maschen wieder auf vier Nadeln und stricke eine Runde über alle Finger. Die letzten zwei Maschen verstecken sich. Ihr werdet sie kaum sehen. Ihr müsst den Hilfsfaden ganz nach oben ziehen. Besonders die letzte, sonst geht sie verloren.
Ich nehme einen neuen Faden und stricke eine ganze Runde. Ich beginne mit einem Anfangsknoten. Diesen lasse ich in der nächsten Reihe fallen. Das ist mir nur eine Hilfe, damit die erste Masche nicht zu locker wird. Nach dieser Reihe fange ich den Ringfinger an. Für den kleinen Finger habe ich hier zwei Maschen angeschlagen. Aus diesen zwei Maschen werde ich jetzt für den Ringfinger wieder zwei Maschen aufnehmen. So werden dann die zwei Finger verbunden. Auf der anderen Seite des Ringfingers schlage ich wieder zwei Maschen an. Ich zeige euch jetzt wie. Aus dem kleinen Finger nehme ich zwei Maschen auf. Ihr solltet darauf achten, dass ihr zwei Fäden nehmt. Die Lücken vernähe ich am Schluss. Hier sind noch die vier Maschen für den Ringfinger. Die restlichen Maschen für den Mittelfinger und den Zeigefinger lege ich wieder auf den Hilfsfaden. Den Anfangsknoten lasse ich fallen. Hier muss ich noch zwei Maschen anschlagen, das mache ich jetzt. Genauso wie beim kleinen Finger, Maschen auf die rechte Nadel aufschlingen. Ich stricke den Ringfinger fertig und am Ende mache ich wieder nur eine Abnahmereihe, wie ich schon bei dem kleinen Finger gezeigt habe. Dann kommt der Mittelfinger. Dieser funktioniert genauso wie der Ringfinger. Ich lege die dazugehörigen Maschen von der Hilfsfaden auf die Nadeln und wie schon gezeigt, mit zwei Maschen stricke ich hin zum Ringfinger und auf der anderen Seite schlage ich zusätzlich zwei Maschen an. Beim Zeigefinger nehme ich noch die restlichen Maschen auf die Nadel.
An der Seite nehme ich keine Maschen mehr auf. Ich stricke ihn nur mit dem Mittelfinger zusammen. Ich verbinde den Finger mit zwei Maschen vom Mittelfinger. Dann kommen die fünf Maschen von der Nadel. Und dann an der Seite nehme ich keine Maschen mehr auf. Wenn die vier Finger fertig sind, muss ich noch den Daumen stricken. Ich lege die Maschen zurück auf die Nadel. Hier solltet ihr auch auf die letzte Masche achten, nicht dass sie verloren geht. Damit keine Löcher entstehen, werde ich wieder Maschen aufnehmen. Anfangsschlinge, wie immer. Ich suche mir eine Stelle, wo ich denke, dass es passt. Wichtig ist nur, wieder zwei Fäden zu nehmen. Und dann irgendwo noch eine. Die Anfangsschlinge in der nächsten Reihe nicht vergessen und weiter stricken. Am Ende des Daumens solltet ihr schauen, wenn ihr viele Maschen habt, könnt ihr auch zwei Abnahmereihen stricken. Ich habe nur eine Reihe gestrickt. Das Vernähen ist schon ein Abenteuer. Man muss 10 Fäden vernähen. Mit diesen Anfangsfaden werden die eventuellen Löcher zugenäht. Löcher wird es einige geben. Für den Fingerspitzen nehme ich immer eine Häkelnadel zur Hilfe. Nachdem ich alle Fäden in die Innenseite gezogen habe, vernähe ich sie.
Ich vernähe ganz normal, wie ich denke. Ich beachte nicht immer diese Regeln und ich bin bestimmt auch nicht die Einzige, die beim Vernähen Knoten macht. Faden abschneiden und fertig. Zwischen den Fingern, diese kleinen Löcher, versuche ich so zu vernähen, dass ich die Nadel nicht in das Loch selbst, sondern irgendwo daneben, darüber, darunter einstecke. Dann den Faden noch in die Innenseite stecken und diesen auch vernähen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachstricken. Bis zum nächsten Mal.